Augen zusammen. Wir haben Samstag, kurz vor 6. Und gestern war wohl offiziell der wärmste Tag des Jahres. Heute soll es nicht viel kälter werden, aber am Nachmittag gewittern. Ja, und aufgrund dieser zwei Faktoren habe ich mich heute entschlossen, ein bisschen früher loszufahren. Viertel nach fünf war es da. Ja, ich spreche heute zu meiner monatlichen Gran Fondo Tour auf. Das heißt 100 Kilometer mal wieder. Eigentlich hatte ich vor, nach Tuttlingen zu fahren und wieder zurück. Aber irgendwie ist es mir halt doch zu langweilig und ich werde wohl wahrscheinlich doch wieder die Runde fahren, auch wenn die anstrengender ist. Nach Tuttling, Speiching, Rottweil, Villingen-Schwenningen und natürlich Zollhaus, wie immer halt, dieser kleine Schwenker. Ja, was soll ich sagen? Ich werde ihr ein bisschen Strecke zeigen, weil ich habe jetzt eh schon so oft diese Strecke gezeigt. Aber man muss sich immer mal ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht kleine Clips machen oder wie auch immer. Ein paar Fotos. Also, ich freue mich riesig. Ihr euch hoffentlich auch. Gran Fondo August 2020. Wahnsinn. Ich freue mich so. Kann mir keiner glauben. Aber ist so. Also, ich melde mich von unterwegs. Bis später. Schon die erste kleine Umgleite. Egal. Hier ist es auch schön. Kann man aushalten als Umleitungsstrecke. Lass ich mir gefallen. Definitiv. Spannende Umleitung, aber so komme ich wenigstens in den Genuss dieses Vorsonnenaufgangsfeelings. Sieht man auch nicht so oft. Ja, ich bin gerade jetzt ungewollt unterwegs zum Rietsee-Camping. Welche Ironie. Naja, wie auch immer. Das ist also die Umleitungsstrecke des Donauradwegs, die, wie ich sagen muss, ausnahmsweise äußerst umfangreich und richtig gut ausgeschildert ist. Kompliment an diejenigen, die das gemacht haben. Wer auch immer. Ist man nicht immer so gewohnt. Also wie gesagt, super Ausschilderung. Schöner Moment. Gerade hebt sich die Sonne übers Firmament.
Sehr schön. Damit wird es aber dann wahrscheinlich auch bald warm. Was ich eigentlich aus dem Weg gehen wollte. von 100, noch nicht mal. Also es dürften hier so 16, die ich bis jetzt drauf habe. Dafür habe ich einen Sonnenaufgang. Ja, also, ich bin jetzt zwischen Imdingen und Möhring. So wie es sich derzeit gestaltet, es ist noch schön kühl. Ich weiß, das unterschätzt man ganz oft, aber werde ich wohl meine Runde fahren und nicht nur diese Strecke, weil ich finde das irgendwie immer so öde, nach Tuttlingen zu fahren, den gleichen Weg wieder zurückzufahren. Es ist zwar weniger anstrengend, aber irgendwie hat es keinen Reiz. Nicht so richtig jedenfalls. Ja, ansonsten fährt es sich heute Morgen noch äußerst entspannt. Ich sag mal so, in 2 Stunden ist hier wahrscheinlich die Hölle los. Das muss ich nicht haben. Auf dem Radweg zwischen Tuttlingen und Rottweil ist zwar auch immer genug los, aber bei Weitem nicht die Massen, die der Donauradweg so vor sich her schiebt oder die man dann selbst vor sich her schiebt. Und genau das ist so immer so mein Problem. Ich habe kein Problem damit. Jeder fährt sein Tempo und ist auch so in Ordnung. Nur persönlich habe ich das Problem, dass ich so mein Tempo dann nicht finde, weil das ist meistens ein bisschen oberhalb von dem eines normalen Tourenradlers. Ja, aber es ist nichts zum Jammern, sondern es ist einfach nur so, soll so gesagt sein.
Jetzt ist mal wieder sonnenlos. Tut eigentlich ganz gut. Könnte ich mir auch so gut vorstellen, ab und zu mal. Aber das ist halt nur morgens der Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Es ist mir aber auch irgendwie gerade egal. Ich habe keine Lust noch zu gucken. Ich genieße einfach gerade nur die Natur. Und ja. Ich wollte gerade sagen, die Aussicht, aber hier ist keine Aussicht, aber hinter mir auch nicht wirklich. Wald halt. Aber es ist schön. Die Ruhe vor dem Sturm ist das hier. Wenn hier der Sturm losbricht, bin ich hoffentlich im Garten. Ein bisschen buddeln. Und später dann das Wochenende genießen. Ja, Morgenstund hat halt noch Gold im Mund. So ein bisschen was ist da schon dran. Deshalb das Gold nutzen und weiterfahren, nicht so viel rumdrödeln. Tuttlingen. Die Entscheidung von heute auf jeden Fall über Speichen und Rottweil zu fahren. Hier gibt es mal wieder so viel zu sehen. Ich würde am liebsten die Kamera gar nicht weglegen, aber es geht halt auch nicht. Boah. Und es läuft richtig gut. Also bin jetzt irgendwo hinter Tuttlingen, zwischen Tuttlingen und Speichen, sagen wir mal so.
Weilheim irgendwie. Und jetzt habe ich das Konzept vergessen. Ich habe kein Konzept. Also, ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Weiß der Geier. Egal. Echt schön. Mittlerweile mit den ganzen Weizenfeldern und keine Ahnung, ob es Weizen ist. Oh mein Gott, es darf auch keiner hören. Egal. Wird jeder hören. Das wird gebacken. Das war Riedheim. Als nächstes Balkheim. Aber davor erstmal schöne Aussicht, schön bergab fahren. So kann man es aushalten. Boah. Also, ich bin schon deutlich später losgefahren, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich wollte eigentlich so zwischen 4 und 4.30 Uhr losfahren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich bin um 5.15 Uhr losgefahren. Aber ich glaube, es war eine ganz gute Uhrzeit. Man merkt zwar, dass es jetzt langsam warm wird und dass das auch wieder ein relativ sehr warmer Tag wird. Aber ich glaube, das war einfach ganz gut. Also zum Filmen ist es mega. Und so habe nicht nur ich was von dem Tag, sondern ihr auch. Irgendwie macht es heute auch echt Spaß, die Kamera auch mal für kleinere Schnipsel rauszuholen und ein bisschen was zu zeigen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das eher das ist, was ihr sehen wollt. Speichingen jetzt. In Speichingen war ich nur Brötchen holen. Was heißt nur? Ich war Brötchen holen. Und fahre jetzt in Ruhe Richtung Ottweil. Dann über die Käfer wieder zurück nach Schwenningen. Genau. Wunderbar. Alles klar. Ich melde mich später vielleicht nochmal. Nee, ziemlich sicher. Alles klar. Bis gleich. So dann. Demnächst rolle ich in Rottweil ein. Und wir haben jetzt fast 9.30 Uhr. Es wird langsam warm. Wirklich warm. Deshalb bin ich auch froh. Rottweil ist eine gute Sache. Und dann noch ein paar Berge fahren. Dann wieder in Schwenningen. Wird dann auch Zeit. Und danach noch ein bisschen im Garten buddeln. Glücklicherweise kann man nicht aufnehmen. Wie drückend das Wetter denn jetzt gerade ist. Es ist zwar wunderschön, aber dafür heute Nachmittag Gewitter angesagt sind, ist es auch brutal schwül geworden. Wir haben immer noch vor 10, werde aber nach 10 wieder in Schwenningen sein. Das war für mich so ein ausschlaggebendes Ding, 10 Uhr. Ich muss hinten dran, ich muss nicht, ich möchte hinten dran noch die kleine Zollhausschleife machen, weil ich die 100 Kilometer voll haben will. Weil im Grunde ist das hier ja die allmonatliche Gran Fondo Challenge über 100 Kilometer. Und ja, die will ich jetzt auch voll haben, nicht bei 98 abbrechen. Verständlicherweise wahrscheinlich. Ja gut, ich schaue, dass ich weiterkomme, weil
Richtung Schwenningen sieht schon ein bisschen nach Gewitter aus. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, das Wetter wird jetzt irgendwie schlechter. Ich weiß auch nicht. Oder irgendwie auch besser, weil irgendwie angenehmer dieses kühle Lüftchen. Also mal wieder die Gran Fondo Challenge. Dieses Mal August 2020. Die nächste dauert jetzt also mindestens einen Monat. Wir heute haben erst den 1. August. Ja. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Gebt mir einen Daumen nach oben. Oder lasst einen Kommentar da, wie auch immer. Ich freue mich sehr darüber, vor allen Dingen über neue Abonnenten. Und schau jetzt mal, gehe jetzt noch ins restliche Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.